Und in Tübingen will ein emeritierter Wirtschaftsprofessor wegen der Finanzhilfe für Griechenland sogar vor das Verfassungsgericht ziehen. Guten Abend, Joachim Stabatti. Guten Abend nach Hamburg. Warum sind Sie denn so gegen die Hilfe für die Griechen? Ich bin ja gar nicht gegen die Hilfe. Ich will ihnen ja helfen, aber richtig helfen. Wenn man ihnen jetzt nur Geld gibt, versickert das in einem Fass ohne Boden. Die Griechen haben keinen wirtschaftlichen Grund unter den Füßen. Sie schwimmen. Sie müssten abwerten, um ihre Konkurrenzfähigkeit zurückzugewinnen, die sie während der Währungsunion verloren haben. Deswegen sollten sie austreten, Kraft gewinnen, Dynamik entfalten, Devisen erwirtschaften, Schulden zurückzahlen. Und helfen kann man ihnen dann wirklich, wenn man die Altschulden, die auf Euro lauten, dann entsprechend anpasst, etwa entsprechend dem Abwertungssatz. Und dann muss man auch die Banken daran beteiligen, denn die Banken wussten natürlich um das Risiko in Griechenland. Wenn sie doppelt so hohe Zinsen für griechische Anleihen bekommen, ist das Risiko natürlich auch doppelt so hoch. Man müsste sich also daran beteiligen, an den Kosten der Umschuldung, und das wäre eine richtige Hilfe für Griechenland und das würde auch den Steuerzahler bei uns auf Dauer entlasten. Aber die Regierung Merkel knüpft doch zum einen Bedingungen an die Hilfe und zum anderen argumentiert sie, wenn es jetzt keine Hilfe für die Pleite gibt oder gegen die Pleite, dann ist sie programmiert und das würde deutsche Banken oder deutsche Steuerzahler, wie Sie sagen, noch teurer zu stehen kommen. Was sagen Sie dazu? Ja, die Pleite kommt ja in jedem Fall. Ich meine, ich bin hier in Tübingen, da gibt es einen schwäbischen Bauern, der hat seine Ziege das Fressen abgewöhnt. 29 Tage hat das Tier es durchgehalten. Am 30. Tage war es tot. Man kann doch den Griechen nicht zumuten, sich selber umzubringen, indem die Löhne gekürzt werden, die Ausgaben runter, die Steuern erhöht. Da fehlt doch die Kaufkraft in Griechenland. Dieses Land wird dann von einer Rezession, einer Depression gestoßen. Wie soll es dann die Mittel erwirtschaften, um konkurrenzfähig zu sein? Und wenn ein griechischer Bankrott dann käme, wäre das nicht auch eine Gefahr für die Stabilität des Euro, wie viele befürchten? Die Griechen brauchen in den nächsten Jahren über 80 Milliarden Euro, um ihre Schulden umzusetzen, um neue Schulden machen zu können, weil die alten Verträge auslaufen. Und das kann nun natürlich jetzt auf Dauer keine Volkswirtschaft schultern, die jetzt versucht, Griechenland zu helfen. Vielen Dank für das Gespräch, Joachim Stabatti in Tübingen.